So. Okay. Kreuzungen sind immer Wissenschaft für sich. Ja, genau, das ist halt, ne? Also, vor allem, ich bin halt bei sowas eh nicht gut, das weiß ich. Deswegen wollte ich das gerade für mich auch machen, damit ich das mal lernen kann, wie das funktioniert. Und ich bin aber tatsächlich, ich habe das Gefühl, es kommt schon, also so langsam wird es ein bisschen besser vom Verständnis her. Von diesem grundsätzlichen Verständnis, wie das funktioniert. Ja, hat jetzt schon ewig gedauert, bis ich das so halbwegs mit den Ein- und Ausfahrten begriffen hatte. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Hier zum Beispiel ist rausfahrend, haben wir Zugsignal und hier werden aber zweimal reinfahrend die Dinger hier. Und hier haben wir das andere, die nächste Baustelle mit dem Abzweig hier an der Stelle. Machen wir ein bisschen größer auch. So, die warten jetzt im Prinzip alle gerade darauf, dass ich meinen Zug wegbewege, damit die weiterfahren können. Beziehungsweise der hat jetzt immer rot, weil diese, ich glaube, weil dieser Abzweig rot ist. Das müssen wir, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Okay. Ich fahre jetzt mal mit meinem Zug da weg. Und dann gucken wir uns die Stelle jetzt einfach explizit nochmal an. Was passiert, wenn ich weg bin? Jetzt müsste es losgehen. Genau, jetzt gehen nämlich da reiheweise diese Dinger auf. Langsam wird's, ja, genau. Das ist halt noch ein bisschen zäh manchmal. So, und jetzt müssten sich die, wie gesagt, dieser ganze Zugkreisel hier, der dürfte sich damit lösen. Das ist, wie gesagt, nicht perfekt und wir werden das auf jeden Fall demnächst nochmal etwas größer umbauen. Ich habe da schon eine Idee, wie wir das machen, wo einfach diese Abstände verdoppelt werden. Dann sollte genug Platz entstehen, dass die Züge sich besser treffen können, sozusagen. Gut. Jetzt kommt die nächste Baustelle. Jetzt müssen wir natürlich mal, abgesehen von den Zügen, die da ja stehen, müssen wir mal ganz kurz hier Butter bei die Fische machen. So. Und während wir das machen, wir haben ja hier drüben, haben wir ja, warte mal, wo ist denn das Ding? Ich sehe es immer wieder und frage mich große Dinge. Was ist hier gerade? Der kann nicht weiterfahren, weil der hier nicht weiterkommt. Wo ist dein Problem? Da. Ja. Ja, ja, ja. Der müsste... Der fährt temporär jetzt woanders hin. Okay, das ist gut. Ich weiß, wo das Problem ist. Da müssen wir unbedingt ran. Aber ich suche eigentlich was ganz anderes gerade. So, Haltestelle hinzufügen. Artilleriezug. Dankeschön, wer auch immer geholfen hat. So. Und der war jetzt hier am Artilleriebeladungsgleis. Volles Frachtinventar und danach noch mal noch. Fahrgast anwesend oder sowas. Wobei der ist ohne irgendwas, bleibt der ja eh immer da, ne? Wo ist der andere jetzt hin? Da ist er. Bleibt er jetzt so lange da, bis der voll beladen ist. Und dann sagen wir dem jetzt hier Depot. Und
Da kommt nämlich schon der nächste wieder. Okay. Machen wir dem jetzt hier mal gerade. Zugdepot Verteidigung. Ist der voll? Ja. Gut. Haben wir das Problem zumindest schon mal halbwegs in den Griff bekommen? Dauert natürlich hier, bis die ganzen durchkommen. Und da, wie gesagt, das ist der ganze Bereich hier, ist alles noch, sind alles noch alte Signalketten, die ich damals gebaut habe. Die müssen wir alle noch Stück für Stück erneuern. Ihr seht das hier, das ist alles noch unsinnig. Da werde ich auch mal komplett langlaufen müssen, auch wirklich. Aber das ist, wie gesagt, solange es jetzt gerade noch halbwegs funktioniert, wobei wir merken, das Netz wird jetzt immer mehr. Und das ist natürlich dann auch insofern schwierig, dass wir da wirklich ran müssen an die Sache. Was? Meine Wenigkeit mit deinem Arti-Bahnhof. Was? So, kümmern wir uns um den letzten. Das müsste der letzte jetzt von denen sein. Größer bauen ist schwierig an der Stelle, weil hier ziemlich eng gebaut ist, auch mit der Fabrik und so weiter. Noch größer bauen, glaube ich, können wir fast gar nicht an der Ecke. So. Also breiter oder länger oder sowas, das ist relativ aufgegliedert. Ups. Ich glaube, hier war das gleiche Problem, ne? Das ist das Signal am Anfang. Auch da müssen wir nochmal hin. Ich düste mal schnell hoch. Weil das blockiert uns nämlich sonst alles. Ja, abreißen, bla bla. Blödsinn. Das passt mal an und dann wird das schon. Stück für Stück. So, ich steig hier mal aus. Ja, und die hängen alle da oben. Die hängen alle da oben fest, weil das am Einfahrtsbereich hier falsch noch ist. Bitte überfahr mich nicht, bitte überfahr mich nicht. So. Und dann hier. Und dann machen wir das mal schnell weg. Beladegleis. Und wieder zurück. So. So. Ja, Miko, genau, das ist halt. Oh, Stück für Stück kriegen wir das schon hin. So, und jetzt müssen wir gerade ganz kurz gucken. Reinfahrend haben wir hier... Machen wir auch nochmal. Aber das Problem hier war doch... Warte mal, wie haben wir das dann hier gelöst? Hier hatten wir auch das Signal so... Dann würden die hier reinfahren und dann war da, ja, ja, okay, alles klar. Dann müssen wir das Signal in der Mitte austauschen. Als Kette quasi. Dann müssten die unten aufgehen. Oder? Ich muss mich mal so hinstellen, dass ich nicht gleich überfahren werde. Und hier oben hat man das nämlich dann auch nochmal gehabt.
Das hat man doch hier drüben auch gemacht. Genau, danach kamen die Reihensignale, die rauswärts gingen. So, jetzt kommen die alle rein. Okay. Warum dreht der eine hier ab? Wo will der hin? Defense Station. Okay, da wird angefordert quasi. Okay, alles klar. Okay, der wurde angefordert, dann passt das. Dann kommen nämlich jetzt die Züge da unten in Wallung. Dann kriegen die das nämlich auf Kette. Und apropos Kette... Hier unten, glaube ich, müssen wir das auch nochmal ändern. Und zwar hier den Rausfahrenden müssten wir trotzdem hier anpassen. Und hier nochmal Kette machen. Weil sonst kriegen wir das Problem, wenn da einer, wenn die rein, sich reinstehen, machen die Signale hinten zu. Schauen wir mal. Dann können wir das noch ein bisschen hübscher auch anpassen. So. Sind die Züge schwerfällig? Ja, auf jeden Fall. Das sind halt auch schwere Züge, ne? Die haben halt ordentlich Power da auch. So, weil es jetzt gerade das Thema war. Jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich schicke den mal ganz kurz wieder zurück nach Hause. Werde aber selber nicht nach Hause gehen. Sondern ich laufe jetzt hier mutig, wie ich doch öfter mal bin, laufe ich hier über die Gleise. Ohne überfahren zu werden, bitte. Ja, so. Rauswärts, reinwärts. Hier haben wir es angepasst. Aber auch noch nicht überall, ne? Ja, okay, weil der wartet, bis der andere Zug weg ist. Okay, damit kann ich leben. So. Das ist reinwärts und das ist rauswärts. Da hat man es genau falsch rumgedreht, ne? So. Das war noch einer der ersten Versuche, glaube ich, die hier gelaufen sind. So, hier die Dinger. Das ist genau der Zwischenteil. So. Ired, grüß dich! Mehr Loks und besseren Brennstoff? Ja, könnte man, ne? Durchaus. Haben wir aber nicht. Stück für Stück. So, hier auch gleich wieder so. Da können wir es nicht ganz anpassen. Da passt schon so. Nicht ganz. Rauswärts. Reinwärts. So. Schauen wir mal, ob das hier auf Dauer ein bisschen besser läuft. Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang, Freunde. Gut, so. Hier gehen wir rauswärts, hier gehen wir reinwärts. Okay, alles klar, dann hier. Bam. Reinwärts. Reinwärts. So, trennen wir das auch nochmal ein bisschen auf, das ganze Gedöns hier. Ich muss hier bloß ein bisschen aufpassen, dass ich tatsächlich nur nicht überfahren werde. So, dann nochmal das Dingens. So. Ich glaube, den können wir nicht anständig mehr abtrennen. Ne, den kann man hier nicht mehr abtrennen. Das ist halt auch das Ding, weil das so eng ist hier an der Stelle.
Und hier haben wir ja auch rauswärts 2 gleich. Mache ich einfach ein bisschen größer. Da ändern wir mal ganz kurz das Teilwert auch noch mal ein bisschen ab. So. Achso, da haben wir ja die Geschichte hier. Oh ja, okay. Das war das Ding. So, dann gucken wir mal hier weiter. Weil hier geht's, das, wie gesagt, das zieht sich hier über diese komplette Achse an der Seite rüber. Also, fangen wir erstmal mit dem Hauptkriterium an. Das ist rauswärts, das ist reinwärts. So. Rauswärts, reinwärts. Das trennt hier ab. Das haben wir da schon abgetrennt. Da haben wir es auch schon abgetrennt. Hier haben wir auch wieder mehrere von diesen Dingern. Ja, das ist ja, das ist halt im Laufe der Zeit immer weiter angepasst worden. Aber nie repariert worden. Das war das Problem an der Stelle. Ich möchte nicht sterben. So. Maximus, dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, rauswärts machen wir zu. Reinwärts machen wir auf. Die Dinger hier vorne kommen erstmal weg. Können wir viel weiter hier hinbauen. Na, noch ein bisschen. So. Rauswärts. Dankeschön, Lord Helmchen, für deinen Follow. Herzlich willkommen. So, reinwärts machen wir auch. So, da ist Firefighter gerade am Start. Okay. Kira, hi, grüß dich. So, hier haben wir das gleiche Problem. Reinwärts, rauswärts. Alles schon getrennt, ne? Ja, fast alles. So, hier ist das gleiche Dingens. Genau, jetzt ziehen die halt viel besser dadurch. Die Außerirdischen, die sind noch nicht besiegt. Das Team Verteidigung kämpft hier seine ehrenvollen Runden gerade aktuell. Also die geben alles, dass unsere Mauer sicher bleibt und beschützt wird. Die kämpfen da wirklich gerade grandios, muss man sagen. Aber die haben natürlich auch ordentlich was zu tun damit. Hier haben wir es richtig gemacht. Das ist schon die 2.0-Kreuzung, wenn man so möchte. Und hier haben wir es auch richtig. Soweit, so tutti. So. Und hier hatten wir das Problem mit dem Deadlock hier unten. Weil das noch falsch rum ist. Und das müssen wir jetzt dringend lösen. Damit das uns nicht mehr passiert. So, das hier oben passt. Und das hier unten passt auch. Gut, dann müsste das jetzt passen, soweit. Mal gucken.
Steht die Zwergenarmee noch? Ja, aktuell haben sich aber alle hinter die Mauern zurückgezogen. Wir sehen Teamverteidigung, oder? Wo sind Teamverteidigung? Da, oh nee, da unten, die kämpfen gerade. Oh, die haben hier unten, die sind am Artillerieaufbau. Warten scheinbar auf Nachschub. Da kommt Maxi gerade mit den ersehnten Gütern, vermute ich mal. Mal gucken, was passiert, wenn Maxi hier reinkommt. Nix. Doch, hier wird gebaut. Ah, zwei Artillerien haben sie hier am Start. Ah, die Nester sind in der Nähe. Aber es ist dunkel, meine Lieben. Es ist Nacht. Und man verlässt sich hier, man baut hier Solarstrom, der aber auf 0 gerade ist. Das heißt, die warten jetzt gerade auf den neuen Morgen, auf den anbrechenden Morgen, um ihre glorreiche Verteidigung hier zu starten. Oder eigentlich ist es ja ein Angriff, aber wisst ihr, es heißt Verteidigung, weil es netter klingt, ja. Wir haben eine Verteidigungsarmee. Ja, ja. So, hier wird beladen. So langsam geht der Strom nach oben. Zwergenliebe. Gefanders Gin. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Oh, und da wird eingedreht. Lecco mio. Hier geht's nach vorne. Und es wird geschossen. Meine Lieben, die ersten Einschläge. Hier unten in diesem Nest. Und man sammelt sich. Der Feind scheint wohl jetzt aufgewacht zu sein. Oh, und da wird gelockt. Ja, hier wird sich mutig entgegengestellt. Hier unten sehen wir auch Vince. Hier nochmal mit Laserverteidigung geht da noch alles. Aber das schaut eng aus. Und das hat er nicht geschafft. Vince. Aggressive Verteidigung. Ja, ja, genau. So schaut das nämlich aus. Ja, Vince musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Aber er hat bis zur letzten Patrone da unten quasi gekämpft. Ja. Um dem Team hier oben die Möglichkeit zu geben, sich neu zu formieren. Aber das hilft alles nichts, solange die Artillerie feuert hier im Dauertakt, meine Lieben. Da haut's die Mumpeln raus, meine Lieben. Uff. Hier unten wird auch noch geschossen. Hier sehen wir große Einschläge. Aber es wird sich gesammelt an allen Seiten. Man zieht sich hier zurück. Außer Risky, der findet es äußerst risky da draußen. Eieiei, und jetzt kriegt er aber auch ordentlich die Plärre drauf. Wahnsinn. Hier wird weiter geschossen. Das ist Geräusch. Blub, blub. Ja. So, hier unten das eine Nest haben sie schon, oh ja, doch so relativ großzügig zerlegt. Hier sammelt sich auch nochmal eine Gruppe. Und hier wird auch... Alter Schwede. Wir sind im Übrigen Entwicklungsgrad schon bei 33% auf Level 6. Ja. Ja, das ist ekelhaft. Also ihr seht schon, was das für Anstrengungen Teamverteidigung kostet, hier eine wirkliche Verteidigung zu bringen. Und ich sehe gerade, wir haben hier unten irgendwo ein Problem noch. Ich muss mal kurz tätig werden. Mal schauen, wo es hier liegt. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwo hier eine Signalgeschichte. Ja, hier. Schauen wir mal. Was ist hier unten noch? Okay. Hier können wir auch nochmal einen zwischen reinsetzen. Warum kommt der jetzt gerade nicht durch? Wo will der hin? Nein, das ist ein Belade... Oh, das ist ein Beladezug. Verflucht nur eins. Der muss weiter nach vorne hier. Die müssen beide weiter nach vorne. Um gegebenenfalls den hier aufzumachen. Ja, dann kann nämlich der andere durch. Das müssen die natürlich wissen, dass da einer steht. Dann schaffen die das hier auszuklamüsern. Ja, genau. Der kommt halt jetzt nicht voran, aber der ist halt dann alleine. Aber dann geht wenigstens einer davon. Ja, ja, habe ich gesehen, Mirko. Danke dir. Oh. Das ist halt das Blöde, weil dieses eigentlich jetzt so an der Stelle gar nicht mal so abge... Ja gut, da ist er auch bald rum. Ne? 1,7 sind da noch drin. Dann ist da oben die Eisenerzgeschichte auch durch. Dix macht hier gerade den... Wie soll ich sagen... Den unendlichen Schweber. Twinton schaut zu. Ist amüsiert.
Ja, Twinton lacht so ein bisschen. So. Okay. Gucken wir mal, wie lange das hier noch dauert. Ja, okay, da haben wir das nächste Problem. Die Baustelle müssen wir auch noch beseitigen. So. Das ist nämlich genau die gleiche Geschichte hier wie oben schon. So. Gut. Hui! Okay. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, Freunde. Ja. Wie viel Kapazität ist da noch drin? Ja, hier gut, hier oben läuft ein Band schon ein bisschen leer. Sollte sich aber in wenigen Sekunden dann nicht mehr zum Problem entwickeln. Okay. Was wird hier unten geliefert? Aus wie Batterien oder sowas, was Lippo hier durchbringt. Kommt der da durch? Okay. Scheinbar nicht. So. So. Ansonsten ist unser Netz erstaunlich entspannt gerade. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um unseren eigentlichen Kernbereich, nachdem es jetzt hier scheinbar halbwegs okay ist. Wir haben zumindest die größten Problemzonen hier jetzt erstmal angegangen. Was ich schon mal gut finde, und das schaut auch so aus, als würde es zumindest jetzt im Augenblick gehen. Das lassen wir jetzt an der Stelle mal. Ich weiß, da sind ein paar Probleme mit angeschlossenen Fabriken, die direkt an der Kreuzung dranhängen und solche Geschichten. Weiß ich alles. Aber die werden auf Dauer sowieso nicht mehr lange da sein. Deswegen werden wir die jetzt erstmal in Frieden lassen. Lass die ruhig abarbeiten. So lange kann es nicht mehr dauern. Juhal, grüß dich, hi. Ich gehe mal oben lang. Überfahrt mich nicht. So, danke. Ja, hier passt's. Gut. Genau, unser Plan ist es jetzt erstmal zu gucken, was ist jetzt hier wo? Wo hängt hier? Ist der leer oder was? Warte mal kurz. Artillerieverteidigung, Artillerie hier. Da muss der hin. Ich hoffe, der schafft's noch. Nein, er schafft's nicht mehr. Er verliert Schwung. Oh. Okay, ich gehe mal ganz kurz zurück und dann fahren wir mal schnell hoch und bringen dem Zug ein bisschen Kohle. Ich brauche irgendwie eine Tanke für die Züge. Irgendwas. Irgendwas Tankiges. Dual, ja, das klappt mittlerweile. Mit den Dingern, das klappt schon. Apropos, ich nehme vielleicht nochmal ein bisschen Kohle mit, wenn ich eh schon dastehe. Wie viel haben wir denn? Eine Urantanke. Ach, das ist so schön. Festbrennstoff ging genauso. Ich finde auch, Festbrennstoff hat halt deutlich bessere Zeiten. Weil jetzt blockieren wir gerade hier wieder eine ganze Ecke weg. Und gerade da oben ist es halt saudämlich. Wenn der Anzug hängen bleibt. Ich komme heute tatsächlich, ich mache heute sehr, sehr viel Streckenarbeiten. Aber so richtig Gleisbau mache ich gerade nicht. Ich meine, das ist ja auch Absicht. Weil es muss ja auch erstmal, ja genau, Elebitch. So, ich steige hier mal, ich springe hier mal raus. Ups and the downs, my heart will never
straight.